So spricht jetzt der Kollege Dr. Hendrik Hoppenstedt. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, der ein oder andere hat es ja möglicherweise bezweifelt, ob wir die erste Lesung zu diesem Gesetzesvorhaben in dieser Wahlperiode noch erleben werden. Wir erleben sie heute. Ich gebe zu, ich war auch nicht immer ganz sicher, aber umso schöner, dass das heute so der Fall ist. Es gibt für das Bundesministerium Lob und Tadel zugleich. Ein Stück weit muss ich jetzt erstmal den Herrn Staatssekretär und seine Leute in Schutz nehmen. Es ist nicht so, dass die nicht geliefert hätten oder nichts getan hätten, sondern der Gesetzesentwurf der Bundesregierung wird morgen im Bundesrat beraten, während wir heute den der Koalitionsfraktionen beraten. Also es ist nicht so, Herr Kollege Petzold, es ist nicht so, dass dort nichts passiert worden wäre. Lob auch deswegen, weil ich finde, dass das, was materiell rechtlich jetzt im Gesetzesentwurf vorgelegt wird, wirklich hervorragend ist. Mir fiel ehrlich gesagt nichts ein, was man verbessern könnte, sodass ich ganz unsicher bin, Frau Kollegin Keul, ob das Strucksche Gesetz denn dieses Mal überhaupt Anwendung finden kann. Aber vielleicht hat die Opposition ja noch die eine oder andere Idee, was möglich ist. Tadel in der Tat dafür, dass es insgesamt 3,5 Jahre gedauert hat, bis eine erste Lesung zu diesem Gesetzesvorhaben hier entsprechend stattfinden kann. Das liegt, meine Damen und Herren, hoffentlich nicht daran, dass es die Union war, die dieses Vorhaben in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt hat. Wir hätten uns jedenfalls gewünscht, dass es deutlich schneller gegangen wäre, weil dann natürlich auch mehr Menschen, die tragischerweise einen nahen Angehörigen verloren haben, von diesem Gesetzeswerk hätten eher profitieren können. Meine Damen und Herren, was haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart? Menschen, die einen nahen Angehörigen durch Verschulden eines Dritten verloren haben, wollen wir als Zeichen der Anerkennung ihres seelischen Leids einen eigenständigen Schmerzensgeldanspruch einräumen, der sich in das deutsche System des Schadenersatzrechts einfügt. Ich betone diese Vereinbarung im Koalitionsvertrag deswegen auch so deutlich, weil viele ja immer gesagt haben, dass erst durch den Germanwings-Absturz die Koalition sozusagen sich diesem Thema gewidmet hätte. Das ist schlichtweg nicht der Fall. Warum haben wir das in den Koalitionsvertrag reingeschrieben? Zwei Gründe dafür. Zum einen ist nicht nachvollziehbar, dass der tiefe seelische Schmerz, unter dem man möglicherweise ein Leben lang leidet, wenn man das eigene Kind durch einen Unfall, den ein Dritter verschuldet hat, getötet wird, von der Rechtsordnung nicht anerkannt wird. Vor allen Dingen dann, wenn man bedenkt, dass für ganz andere Sachen, wie zum Beispiel entgangene Urlaubsfreuden, der Kfz-Nutzungsausfall oder Ehrverletzungen Entschädigungen gezahlt werden. Andere europäische Rechtsordnungen sehen deswegen ein angehörigen Schmerzensgeld schon lange vor. Zum Zweiten kommt ein Wertungswiderspruch. Ein Schädiger steht hierzulande im Fall der Tötung eines Dritten wirtschaftlich besser da als bei einer Körperverletzung. Die Kollegin Keul hat bei ihrem Antrag, den sie in der letzten Sitzung, als wir hier darüber diskutiert haben, das auch ganz plastisch dargestellt, indem sie gesagt hat, wenn ich auf einer meiner Landstraßen eine Person anfahre und verletze, ist es wirtschaftlich günstiger, den Rückwärtsgang einzulegen, um dem armen Opfer den Garaus zu machen, weil das in der Tat richtig ist. Man sieht daran allerdings auch, dass die Grünen nur wieder ans Geld denken. Aber in der Tat ist es so, dass 844, wenn eine Tötung erfolgt, nur den Ersatz der Beerdigungskosten oder gegebenenfalls den Unterhalt ersetzt, falls überhaupt ein Unterhaltsberechtigter da ist, während in der Fallkonstellation, dass der Verletzte am Leben bleibt, ein Anspruch auf alle Vermögens- und Nichtvermögensschäden existiert. Und deswegen, meine Damen und Herren, führen wir einen Anspruch auf Hinterbliebenengeld ein. Ein 844 BGD, der bislang schon die Ersatzansprüche Dritter bei der Tötung regelt, wird ein neuer Absatz 3 angefügt. Der Ersatzpflichtige muss demjenigen Hinterbliebenen, der zur Zeit der Verletzung zu dem Getöteten in einem besonderen persönlichen Näheverhältnis stand, für das zugefügte seelische Leid eine angemessene Entschädigung in Geld leisten. Der Kreis der Anspruchsberechtigten ist bewusst eng gefasst, lässt aber auch eine gewisse Flexibilität zu. Das besondere Näheverhältnis, Herr Staatssekretär Lange hat es schon erwähnt, wird bei Ehegatten, Lebenspartnern, Elternteil oder Kindern vermutet. Bei anderen Verbindungen greift der Anspruch nur dann, wenn das Verhältnis dem, welches typischerweise zwischen den Ehegatten, Lebenspartnern oder Kindern oder Eltern besteht, entspricht.
Der Anspruch auf Hinterbliebenengeld soll auch in Fällen der Gefährdungshaftung gezahlt werden. Das ist, meine Damen und Herren, tatsächlich eine Konsequenz des Germanwings-Absturzes, weil wir gesagt haben, es kann ja in der Sache nicht sein, dass Hinterbliebene noch einer Fluggesellschaft beispielsweise ein Verschulden nachweisen müssen, was bei solchen Unglücken üblicherweise ziemlich kompliziert werden kann. Zur Frage der Anspruchshöhe. Was können Angehörige erwarten? Es wird dazu vielfach gesagt, man kann einem Menschenleben kein exaktes Preisschild anhängen. Das ist zumindest missverständlich, denn erstens wird der Verlust eines nahestehenden Menschen durch kein Geld der Welt ausgeglichen werden können. Zweitens ist es aber auch gar nicht das Ziel, dass wir ein Menschenleben materiell bewerten möchten. Ziel des Hinterbliebenengeldes ist nämlich der symbolische Ausgleich des Trauerschmerzes von nahestehenden Angehörigen. Die Zahlung des Hinterbliebenengeldes wird seelisches Leid nicht wirklich ausgleichen können. Mit der Schaffung des Anspruches wird aber gezeigt, dass die Rechtsordnung den empfundenen Schmerz anerkennt. Wir stellen, meine Damen und Herren, aus gutem Grund die Höhe des Anspruchs in richterliches Ermessen, weil jeder Fall anders gelagert ist. Wir äußern uns aber in der Gesetzesbegründung durchaus zu Orientierungspunkten. Es wäre nämlich falsch, Erwartungen zu wecken, dass künftig in Deutschland Entstehungssummen in Dimensionen gezahlt werden, wie man sie aus den Vereinigten Staaten von Amerika kennt. Wir hatten hier durchaus auch, das sei offen angesprochen, mit dem Koalitionspartner Diskussionsbedarf, weil die SPD dort andere Vorstellungen hatten. Dort war 30.000 bis 60.000 Euro pro Angehöriger das, was man sich vorgestellt hat. Wir haben gesagt, es macht mehr Sinn, sich an der Schockschadensumme zu orientieren. Die liegt bei ungefähr 10.000. Andere Fraktionen, meine Damen und Herren, haben möglicherweise ganz andere Forderungen, sodass man darüber sicherlich dann diskutieren kann. Aber wir halten jedenfalls das, was jetzt im Gesetzesentwurf drinsteht, für richtig. Weil wir im Koalitionsvertrag nämlich auch vereinbart haben, dass sich der Anspruch in das Schadenersatzrecht einfügt. Und damit ist nicht nur die systematische Stellung im Gesetz gemeint, sondern auch die Größenordnung der Schadenersatzzahlungen. Im Gesetzesentwurf gehen wir von ca. 24.000 Haftungsfällen pro Jahr aus. Da beim hinterbliebenen Geld geringere Summen als für Schockschäden zugesprochen werden, ergibt sich auf der Grundlage der Schockschadensummen rechnerisch eine Gesamtschadensumme von maximal 240 Millionen Euro pro Jahr. Wenn man jetzt 30.000 bis 60.000 Euro pro Angehörigen zugrunde legen würde, würde die Gesamtschadensumme zwischen 480 Millionen und ca. 1,4 Milliarden Euro liegen. Das würde dazu führen, dass das deutsche Schadenersatzrecht aus der Balance gebracht werden würde, weil natürlich dann auch für andere Schadenfälle wesentlich höhere Schadenssummen gezahlt werden müssten. Hinzu kommt, dass natürlich dann die Versicherungsunternehmen die entsprechenden Schäden an die versicherten Gemeinschaft über erhöhte Prämien umlegen müssten. Und deswegen, glaube ich, tun wir gut daran, dass genauso wie es im Gesetzesentwurf geregelt ist, wir uns an der Schockschadenrechtsprechung entsprechend, was die Höhe betrifft, orientieren. Einen letzten Punkt möchte ich ansprechen, nämlich die Berücksichtigung des hinterbliebenen Geldes beim Zugewinnausgleich. Dazu steht im Gesetzesentwurf jetzt noch nichts. Da müssen wir entsprechend im Ausschuss noch uns drüber unterhalten, insbesondere auch deswegen, weil im Bundesrat morgen das auch Thema sein wird. Von der typischerweise sehr individuell empfundenen Trauer des Anspruchsberechtigten, etwa beim Unfalltod seiner Eltern, wird der Ehegatte regelmäßig nicht so mit betroffen sein, dass eine nachträgliche Beteiligung über einen Zugewinnausgleich zwingend gerechtfertigt wäre. Deshalb sollte das Hinterbliebenengeld beim Zugewinnausgleich dem Anfangsvermögen hinzugerechnet werden, sodass es dann im Ergebnis nur auch tatsächlich dem Angehörigen zugutekommt. Meine Damen und Herren, unter dem Strich ein wirklich gelungenes Gesetzesvorhaben. Ich freue mich auf die Ausschussberatung, dass wir dann hoffentlich möglichst dieses Gesetz im Bundesgesetzbuch miteinander haben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.